In diesem Video geht es wieder um 10 Serienmörder aus Europa. Die einzelnen Täter sind extrem vielseitig und spektakulär. Vom Vampir bis hin zum Heiratsschwindler und einem Robin Hood 2.0 ist alles dabei. Der 1942 in Frankreich geborene Michel Fourniret galt seit Kindertagen als intelligent und ruhig. Neben klassischer Musik schlägt sein Herz für Schach. Eine steile Karriere hat er jedoch nie hingelegt. Michel schlägt sich trotz seines hohen Potenzials mit eher einfachen Jobs über die Runden. 1966 wird er das erste Mal verhaftet, nachdem er eine Frau sexuell belästigt. Im Gefängnis führte er eine Brieffreundschaft mit der liierten Monique Olivier. Michel fantasiert in den Briefen über seine Neigung, Jungfrauen zu vergewaltigen und zu ermorden. Monique schwebt nach den Geständnissen auf Wolke 7. Sie verspricht, ihm zu helfen, wenn er im Gegenzug ihren Mann tötet. Doch dazu kommt es nicht. Als Michel 1987 entlassen wird, gehen die beiden eine Beziehung ein. Gegen Ende desselben Jahres entführen sie ein 17-jähriges Mädchen. Michel vergewaltigt und erwürgt das Mädchen. Anschließend werfen sie ihre Leiche in einen stillgelegten Brunnen. In den darauffolgenden Jahren folgen weitere Einbrüche, Vergewaltigungen und Tötungen überwiegend an jungen Frauen. Immer unter einem Vorwand locken die beiden ihre ahnungslosen Opfer ins Auto und verschleppen sie anschließend. Die Leichen legen sie hinterher an verschiedenen Stellen ab. Zwischendurch heiratet das Paar und zeugt ein Kind. Ihre Mordserie erstreckt sich über weite Teile Frankreichs bis nach Belgien. Anfang der 90er beendet das Paar für ganze 9 Jahre ihre Mordserie. Doch kurz nach der Jahrtausendwende schlägt Michel wieder zu, wenn auch ohne die Hilfe seiner Frau. Mitte 2003 wird Michel in seinem Haus in Belgien verhaftet, nachdem er zuvor wegen einer fehlgeschlagenen Vergewaltigung überführt werden konnte. In den Verhören streitet das Paar zunächst andere Taten ab. Irgendwann knickt Monique jedoch ein und belastet ihren Mann. Der gesteht bald darauf, 8 Frauen und einen Mann ermordet zu haben. Die Presse nennt Michel den Oger der Ardennen. Viele der Leichname wurden in den Jahren zuvor bereits entdeckt. Zu den bis dato unentdeckten Opfern führen die beiden Mörder die Ermittler dann. Dabei wird auch ihr erstes Opfer in dem Brunnen nach 18 Jahren entdeckt. 2008 erhalten beide lebenslange Haftstrafen. Die Ermittler haben insbesondere Michel weiterer Taten verdächtigt. 2020 gesteht er dann auch 2 weitere Morde. Insgesamt hat das Paar überwiegend gemeinschaftlich 8 Menschen ermordet. Mindestens 4 weitere Morde werden den beiden ebenfalls zugeschrieben. Doch der Mangel an Beweisen ließ damals keine Verurteilung zu. 2021 starb Michel Fourniret. Die 74-jährige Monique Olivier sitzt nach wie vor im Gefängnis. Marco Bergamo ist 1966 in der italienischen Stadt Bosen geboren. Eine Hautkrankheit, Impotenz und Fettleibigkeit machten aus Marco einen schüchternen und introvertierten Mann. 1992 ist er unter anderem als Zimmermann tätig. Bereits 7 Jahre zuvor begeht er seinen ersten Mord. Er bricht in eine Wohnung ein und ersticht eine 15-jährige Schülerin. 6 Monate danach überfällt er eine 41-jährige Prostituierte. Beide Opfer tötet er mit extremer Gewalt. Insgesamt sticht er 19 Mal auf die Prostituierte ein. Dann unterbricht er seine Mordserie für 7 Jahre. Ab 1992 ermordet Bergamo 3 weitere Prostituierte. Bei einem Opfer legt er Blumen und einen Zettel ans Grab. Er signiert seine Entschuldigung mit den Buchstaben MM. Alle 3 Frauen werden durch unzählige Messerstiche getötet und dann in der Umgebung von Bosen abgelegt. Wenig später fällt Bergamo bei einer Verkehrskontrolle auf. Auf dem Beifahrersitz befindet sich Blut und im Kofferraum Dokumente seines letzten Opfers. Bergamo wird verhaftet und angeklagt. 3 Morde gesteht er, das Gericht verurteilt ihn jedoch wegen 5 Morden. Außerdem verdächtigen sie ihn 2 weiterer Tötungen an jungen Frauen im selben Zeitraum. Da jedoch keine eindeutigen Beweise vorliegen, bleiben diese 2 Taten bis heute ungeklärt. Psychiater attestieren dem Ungeheuer von Bosen eine extrem sadistische Neigung. Er tötet, um seine Lust zu befriedigen und um seinem unmenschlichen Hass auf das weibliche Geschlecht Ausdruck zu verleihen.
Spuren von sexueller Gewalt ließen sich bei den Frauen jedoch nie feststellen. Es ist davon auszugehen, dass Bergamo Geschlechtsverkehr mit den Damen hatte, sie anschließend ersticht und sich danach nochmal selbst befriedigt. 1994 erhält Bergamo eine lebenslange Freiheitsstrafe. Nach mehr als 20 Jahren Haft, unter anderem in Mailand, verstirbt er 2017 im Alter von 51 Jahren. In den Jahren zuvor sorgte der Umstand, dass Bergamo bald vorzeitig aus der Haft entlassen werden könnte, für großen Unmut in der italienischen Bevölkerung. Ironischerweise kam ihm der Tod zuvor. Leopoldine Kasparek war eine Serienmörderin aus Wien. Ihre Vorgehensweise ist für eine weibliche Serientäterin völlig untypisch. Frauen ermorden ihre Opfer oft mit Gift oder sie töten wehrlose Kinder. Leopoldine hingegen hat ihre ausschließlich weiblichen Opfer jedoch mit enormer Gewalt angegriffen und erwürgt. Diese Tötungsart ist ansonsten ausschließlich bei Männern festzustellen. Zwischen 1915 und 1916 erschleicht die 22-Jährige sich das Vertrauen wohlhabender Frauen aus Wien. In einem unachtsamen Moment greift sie die Frauen an und würgt sie bis zur Bewusstlosigkeit. Oft hat sie die hilflosen Opfer anschließend in Brand gesetzt. Danach raubt sie Geld und Schmuck und verschwindet. 11 Frauen greift die Würgerin von Wien an, 4 tötet sie. 1916 können die Ermittler sie mit einem Mord in Verbindung bringen. Vor Gericht prahlt Leopoldine mit ihren Taten. Sie beleidigt und verflucht die Geschworenen und den Richter. Nach ihrem Todesurteil geht sie die Wände hoch. Ganze 6 Polizisten braucht es, um die scheinbar bärenstarke Frau in ihre Zelle zu begleiten. Ihre Todesstrafe wird später in eine lebenslange Haftstrafe geändert. Doch versauert ist sie im Gefängnis nicht. Bereits 1921 verstirbt sie im Alter von 28 Jahren. Martin Lečian ist 1900 in der Tschechoslowakei geboren. Als junger Erwachsener begeht er mit seiner Geliebten diverse Einbrüche. Nach seiner Verhaftung flieht er zusammen mit einem anderen Schwerverbrecher aus der Haftanstalt. Ein Jahr danach erschießt er einen Polizisten bei einem seiner unzähligen Diebeszügen. Kurz darauf liefert er sich mit einem anderen Polizisten eine Schießerei und legt eine Hollywood-reife Flucht hin, als er aus einem fahrenden Zug springt und entkommt. Die Öffentlichkeit ist begeistert, da Martin angeblich nur reiche Menschen beraubt, die es sowieso verdient hätten. Als er wenig später jedoch einen Politiker und einen Militärchef tötet, endet die öffentliche Sympathie. Nachdem er seinen vierten Mord begeht, wird er von 2 Zivilpolizisten verhaftet. 1927 erhält Martin in einem kurzen Prozess die Todesstrafe. Kurz danach wird er in einem Militärgefängnis hingerichtet. Johannes Hani kommt 1957 in Estland zur Welt. Er wächst in einer Familie frommer Baptisten auf. Ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat er jedoch nicht. Unter anderem auch, weil er als Teenager bereits regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikt gerät und einige Jugendstrafen absitzen muss. 1981 heiratet Johannes und nimmt einen Job als Kellner an. 1982 überfällt und ersticht er einen Matrosen. Er schneidet etwas Fleisch aus dem Oberschenkel des Opfers heraus, legt es seiner Frau vor und sagt, dass er das jetzt essen werde, da er schon immer mal Menschenfleisch probieren wollte. Und das tat er dann auch mit großem Vergnügen. Noch im selben Jahr tötet er eine Landstreicherin und einen Rentner. Dieses Mal hilft ihm seine Frau bei den Morden. Gemeinsam erstechen sie die Opfer und nehmen Teile der Genitalien oder andere Körperteile mit nach Hause. Ende 1982 greifen sie einen Taxifahrer an. Der setzt sich jedoch so heftig zur Wehr, dass die beiden die Tat abbrechen müssen. Kurz darauf werden sie verhaftet und mit allen 3 vorher begangenen Morden in Verbindung gebracht. Das Motiv von Johannes Hani wird von Gutachtern als sexuell bedingt eingestuft. Er hatte einen starken Drang nach fremder weiblicher Unterwäsche. Wenig später erhängt er sich vor Beginn des Prozesses in seiner Zelle. Seine Frau erhält 12 Jahre Haft wegen Beihilfe zum Mord. Das letzte Mal trat sie 2008 in Erscheinung, nachdem sie ein Buch veröffentlicht hat, in dem sie sich als Opfer darstellt. Sie hätte sich damals in ein Raubtier verliebt. Abgekauft wurde ihr die Story aber nicht. Die Frau lebt heute in Estland, scheinbar unter einer neuen Identität, ein normales Leben.
Hilda Nielsen lebt mit ihrem Mann Anfang des Jahres 1900 in Helsingborg. Aufgrund enorm hoher Schulden kümmert Hilda sich schon bald um Kinder alleinerziehender Mütter. Damals war es verwerflich, ein uneheliches Kind zu haben. Diese Kinder dann in die Obhut einer Pflegefamilie zu geben, war gängige Praxis. Für die Betreuung und die Erziehung der Kinder erhält Hilda in Anbetracht ihres großen Schuldenberges eine nur kleine Summe an Geld. Sie wusste, dass sie mehr verdient, wenn sie noch viel mehr Kinder bei sich aufnimmt. Da sie aber keine Lust hatte, sich um 10 oder 20 Kinder gleichzeitig zu kümmern, hat sie die meisten Kinder getötet. Die Mütter hat das wenig interessiert. Sie haben Hilda ihre Kinder anvertraut und sich danach nie wieder blicken lassen. Auch die Behörden wussten fast nie von der Existenz der Kinder. Deshalb konnte Hilda lange Zeit unentdeckt töten. Oft hat sie die wehrlosen Säuglinge ertränkt und anschließend in ihrem Ofen verbrannt. Die sterblichen Überreste warf sie dann einfach in den Müll. Eines Tages kam eine von schlechtem Gewissen geplagte Mutter vorbei, da sie sich um den Verbleib ihres Kindes erkundigen wollte. Da Hilda jede Auskunft verweigert, verständigt die Mutter die Polizei. Die Ermittler können ihr mindestens 8 Morde nachweisen. Hilda Nielsen erhält die Todesstrafe, die durch die Guillotine vollstreckt werden sollte. Doch ein Kopf kürzer wollte Hilda nur ungern sein. 1917 erhängt sie sich in ihrer Zelle. Fast zur selben Zeit hat die deutsche Serienmörderin Elisabeth Wiese eine nahezu identische Mordserie begangen. Über sie haben wir in unserem ersten Video der 10 schlimmsten Serienmörderinnen bereits gesprochen. Karol Kott hat sein ganzes Leben in Krakau verbracht. Der 1946 geborene Karol hatte schon als Kind die Angewohnheit, sich in der Nähe von Schlachthöfen aufzuhalten. Er war begeistert von dem Anblick geschlachteter Tiere. Die Messer und das Blut haben ihn fasziniert. Schon bald quält und tötet er Katzen. Er träumt Tag und Nacht von dem Gedanken, auch Menschen zu töten. Mit gerade einmal 18 Jahren greift er eine betende Frau in einer Kirche an. Von hinten sticht er der knienden Frau mit einem Messer in den Rücken. 2 Tage danach greift er eine weitere Frau an. Doch beide Frauen überleben schwer verletzt. Eine Woche nach den 2 gescheiterten Morden lauert er einer anderen Frau auf und tötet sie mit Stichen von hinten. Anschließend hält Karol ganze 17 Monate die Füße still. 1966 ermordet er dann einen 11-jährigen Jungen und ein anderes Mädchen verletzt er lebensgefährlich. In den darauffolgenden Monaten besorgt er Arsen und mischt das tödliche Gift in die Getränke von Besuchern einer Kneipe. Auch einem Mitschüler schüttet er eine tödliche Dosis ins Getränk. Doch niemand wird dabei verletzt oder getötet. Enttäuscht zieht Karol um die Häuser und legt Brände. Doch es bleibt bei Sachbeschädigungen. Bald darauf weiht er eine Mitschülerin in seine Taten ein. Die meldet ihn daraufhin bei der Polizei und Karol wird verhaftet. In seiner Wohnung werden 16 Messer entdeckt. Im Prozess macht er um seine Taten kein Geheimnis. Er gibt sie in allen Einzelheiten wieder. Einem anderen Menschen Schmerz und Leid zufügen zu können, sei eine Kunst, die nicht jeder beherrscht. Die Richter waren so entzückt von seinen Darstellungen, dass sie ihn zum Tode durch den Strang verurteilen. Der sprachgewandte Vampir von Krakau entgegnet dem Urteil daraufhin, dass die Erfahrung, einen Menschen zu töten, ein unbeschreibliches Gefühl in ihm ausgelöst hat. Die Erfahrung sei den Galgen wert. Und am Galgen endet sein Leben 1968. Vinko Pintaric ist 1941 mitten im Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien geboren. Als er noch ein Kind ist, wird sein Vater verschleppt und getötet. Sein späterer Stiefvater ist Alkoholiker und misshandelt den Jungen regelmäßig. Aus dem ruhigen Vinko wird ein Mann mit Hass im Herzen. Er schwört, seinen Vater zu rächen. Bis 1973 geht er 2 Ehen ein und widmet seiner Freizeit seiner Vorliebe für Schusswaffen. Als er eines Tages erneut eine Absage nach einem Bewerbungsgespräch erhält, betrinkt er sich und gerät mit einem Mann in einen Streit. Er erschießt den Mann und wird kurz danach verhaftet. Nur ein paar Tage später flieht er aus der Anstalt, in die er eingeliefert wurde, und taucht unter. 1974 wird Vinko erneut verhaftet. In der Zwischenzeit hat er seine Frau erschossen, da er ihr nicht mehr vertraut hat. Vinko Pintaric erhält 20 Jahre Haft. Doch damit endet die Geschichte des jugoslawischen Robin Hood noch nicht.
1982 flieht er erneut aus der Haftanstalt. Dieses Mal hat er das konkrete Ziel, so viele Menschen wie möglich zu töten. Er verlobt sich mit einer Frau, begeht Einbrüche und wird rund ein Jahr danach erneut verhaftet. Nach seiner erneuten Verurteilung zu weiteren 20 Jahren Haft flieht er 1989, man mag es kaum glauben, wieder aus dem Gefängnis. 1990 erschießt Winko einen seiner Nachbarn, weil er dachte, der Mann hätte sein Versteck verraten. Wenig später tötet er zwei weitere Menschen. Eines der Opfer war eine Frau, die zuvor eines seiner Hühner getötet hat. Es folgen zwei Schießereien mit Polizisten, bei denen er jedoch immer wieder fliehen kann. 1991 haben die jugoslawischen Polizisten endgültig die Schnauze voll. Zumal das Katz-und-Maus-Spiel von Winko bereits auf dem halben Balkan für Gesprächsstoff sorgt. Nach einem erneuten Schusswechsel mit einem Einsatzteam der Polizei wird Winko durch einen Kopfschuss getötet. Innerhalb von 17 Jahren hat er im heutigen Kroatien 5 Menschen ermordet und unzählige Einbrüche begangen. Da er den Behörden immer wieder entwischen konnte, entwickelten Teile der Gesellschaft Jugoslawiens ein gewisses Maß an Sympathie für Vinko Pintaric. Max Gufler ist 1918 in Österreich geboren. Aufgrund einer Schädelverletzung soll er seit frühester Kindheit an unter Gewaltausbrüchen gelitten haben. Im Zweiten Weltkrieg wird er erneut am Kopf verletzt. Die dadurch resultierte geistige Beeinträchtigung soll einer der Gründe gewesen sein, weshalb er einer der schlimmsten Serienmörder Österreichs wurde. 1952 tötet er mittels enormer Gewalt eine Prostituierte. Nebenher ist er als Vertreter tätig. In den darauffolgenden Jahren entwickelt er sich zu einem raffinierten Heiratsschwindler. Der eloquente Gufler verspricht den Frauen die Ehe und plant eine Hochzeitsreise, sobald ihm das Vermögen der Damen so gut wie sicher ist. Als das frisch vermählte Paar mit einem Likör anstößt, trinken die ahnungslosen Frauen hohe Mengen an Schlafmittel. Gufler ertränkt die wehrlosen Frauen anschließend in einem See. Auf diese Weise tarnt er seine Verbrechen als Selbstmorde. 1958 verdichten sich die Beweise und Gufler wird in St. Pölten verhaftet. Bald darauf erhält Gufler den Beinamen Blaubart. In Anlehnung an den Märchenkönig Blaubart, der seine Frauen aus Habgier ermordet und versteckt. Die Ermittler exhumieren 7 Frauenleichen. Bei allen lassen sich Schlafmittel nachweisen. In 4 Fällen wird Max Gufler des Mordes schuldig gesprochen und erhält eine lebenslange Haftstrafe. Sein Motiv war ganz klar Habgier. Gestanden hat er keinen einzigen Mord. 1966 verstirbt Gufler im Gefängnis. Ion Rimaru ist in Rumänien geboren. Nachdem seine Eltern sich täglich streiten, trennen sie sich und Ion wächst bei seiner Mutter auf. Bereits als Teenager fällt er wegen Diebstählen auf. Zudem geht er eine Beziehung mit einem kleinen Mädchen ein. Der zurückgezogene Junge hat sich hin und wieder auch selbst verletzt. Anfang der 70er greift Ion in und um Bukarest junge Frauen mit einem Messer oder einer Axt an. Meist vergewaltigt er die wehrlosen Opfer zuvor. Anschließend raubt er sie aus und lässt die schwer verletzten oder bereits verstorbenen Frauen wie Abfall liegen. Da der damals unbekannte Täter seine Opfer wie ein wildes Tier beißt und ihr Blut trinkt, nennt die Presse ihn den Vampir von Bukarest. Innerhalb nur eines Jahres überfällt Ion Rimaru 16 Frauen und 4 ermordet er. Bei den Behörden herrscht damals höchste Alarmbereitschaft. 8000 Männer werden überprüft. Bewaffnete Patrouillen bewachen die Straßen von Bukarest Tag und Nacht. Bei einem Opfer entdecken die Ermittler eine Haarsträhne, die das Opfer dem Täter im Todeskampf ausgerissen hat. Die Spur führt sie direkt zu Ion Rimaru. Nach mehr als 2 Monaten und dutzenden Verhören knickt er ein und gesteht 23 Angriffe auf Frauen und 4 Morde. Es hat ihn erregt, seine Opfer in allen erdenklichen Formen zu erniedrigen und zu missbrauchen. Beispielsweise hat er Fleischstücke seiner Opfer herausgeschnitten oder herausgebissen und mitgenommen. Sein stärkstes Motiv waren seine Aggression und sein ausgeprägter Sadismus. Während des Prozesses kommt ans Tageslicht, dass sein Vater ebenfalls ein Serienmörder war, der seinem Sohn konkrete Ratschläge gegeben hat, damit er in seine Fußstapfen treten kann. Die Mordserie des Vaters lag zu diesem Zeitpunkt jedoch fast 30 Jahre zurück.
Während des Zweiten Weltkrieges hat er mindestens 4 Menschen ermordet. Seine Vorgehensweise ähnelte der seines Sohnes extrem. Yon Li Maru wurde zum Tode verurteilt und durch ein Erschießungskommando hingerichtet. Augenzeugen sagten später, dass Yon sich wie eine Bestie gegen die Hinrichtung gewehrt hat. Er hat um sich geschlagen, getreten und geschrien. Dadurch waren präzise Schüsse des Erschießungskommandos unmöglich. Yon Li Maru wurde demnach von Kopf bis Fuß mit Kugeln durchsiebt. So lange, bis kein Leben mehr in dem Vampir von Bukarest steckte. Sein Vater starb nur ein Jahr später. Allem Anschein nach wurde er Opfer eines Mordanschlags. Das waren 10 Serienmörder aus Europa. Abonniert gerne für mehr ähnliche Videos.